Leute, hier ein kurzer Tipp, wie man Weidenmatten oder Schilfmatten an Wände befestigen kann oder an Wände, die man kaschieren möchte. Gängigste Möglichkeit ist eigentlich, riesengroße Schrauben und noch größere Scheiben davor zu setzen und dann die ganzen Matten dort anzuschrauben. Das sieht ja eigentlich nicht so schön aus. Und wie man das besser und optisch besser, vor allen Dingen optisch besser, klar, befestigen kann, das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. So, in meinem Fall handelt es sich jetzt hier um solche Weidenmatten. Da möchte ich jetzt ein Mauerstück kaschieren, so dass die Weidenmatte da vernünftig fest dran ist. Und wie ja eben schon gesagt, ist ja die gängigste Art und Weise, dass man einfach große Scheiben und Schrauben hier durchzieht und dann das Ganze verschraubt. Das sieht meiner Meinung nach nicht sehr schön aus und wie man das auch anders machen kann, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier ein Mauerstück, was ich gerne mit diesen Weidenmatten verstecken möchte. Und dazu bohre ich jetzt hier Löcher im Abstand von 20 cm. Dann kommt ein Dübel rein und die Löcher sollten von der Oberkante ungefähr da positioniert werden, wo auch ein Haltedraht von dieser Matte ist. Also quasi immer unterhalb eines Spanndrahtes von dieser Matte. Einmal hier oben habe ich einmal Löcher gebohrt und einmal noch hier unten. Das heißt, an zwei Punkten und jeweils immer im Abstand von 20 cm eine Bohrung versehen und dort kommen jetzt Schrauben rein. Habe ich jetzt Schrauben reingedreht und diese Schrauben versehe ich jetzt mit einem kleinen Blumenbindedraht. Und zwar wird der einfach rumgewickelt und dann die beiden Enden nachher später durch einen Schlitz der Weidenmatte oder auf Schilfmatte, wie auch immer, durchgesteckt, das Ganze einfach ein bisschen verdreht und festgezogen und dann kann man die Enden wieder rücklings durch die Matte stecken und dann ist das auch kaschiert und diesen kleinen Festhaltepunkt, den sieht man kaum und so hat man dann seine Matte gut befestigt. Das sieht hier so bei meinem Wasserfall, sieht das jetzt so aus, dass man diese Befestigungspunkte nicht auffällig sieht. Wenn man ein bisschen dichter rangeht, dann kann man das sehen. Hier sind jetzt die Punkte, die man aber kaum wahrnimmt. Und diese Enden, wie gesagt, die kann man hier schön durchstecken und dann ist das auch nicht mehr zu sehen. So, hier nochmal zur Info. Also wie gesagt, das Loch sollte immer dann so positioniert sein, dass der Draht unterhalb eines solchen Spanndrahtes, ob das jetzt hier in dieser Reihe ist oder in dieser Reihe oder ganz oben, wie auch immer. Ich habe wie gesagt an zwei Punkten. Ich habe es einmal an dem bei mir jetzt dritten Draht gemacht, einmal unterhalb und hier unten auch einmal an dem drittletzten Draht, 1, 2, 3 hier unterhalb, würde jetzt bei mir der Draht rauskommen und dann kann ich das verdrehen. So kann man noch ein bisschen gewährleisten, dass wenn die Matte ein bisschen runterrutscht, sich hier drauf stützt. Aber wenn man es richtig festgezogen hat, dann hält das auch so. Also ist nicht unbedingt erforderlich. Ich habe es aber so gemacht, um ja ein Verrutschen vielleicht später ein bisschen vorzubeugen. Aber wie gesagt, wenn man es richtig festgezogen hat, dann geht das eigentlich auch so. So, wie gesagt, hier dieses kurze Tutorial, wie man solche Matten festmachen kann. Da wurde ich gefragt, ob man da irgendwie eine Lösung parat hat. Ich bin ein bisschen außer Puste. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Lösung, meine Idee dazu, wie man es machen könnte. So habe ich das gemacht und ich denke, das ist eine ganz passable Lösung, wie man das jetzt so festkriegen kann. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.